Und damit seid gegrüßt. Willkommen zu einem neuen Part Baldur's Gate 3. Jo. Im letzten Part waren wir hier stehen geblieben. Weiter geht's jetzt auf der Suche nach. Wir müssen immer noch die wahre Seele hier retten und sind auf dem Weg zum Gnomenversteck hier, das da, der hat hoffentlich Sprengstoff, hier findet Sprengstoff. Hier zum Versteck des tiefen Gnomes. Jetzt hoffentlich hier jetzt mal weiter. In diese Richtung, mal unterwegs. Hier noch eine Skelettleiche. Skelettleiche, was? Und okay, hier haben wir. Da können wir eventuell drüber, aber das wird wieder zu weit weg sein. Und hier können wir irgendwie lang. Da gibt es dann eventuell was. Okay, versuchen wir mal. Ein Knochen in dem Skelett. Erstaunlich. Kegel der dunkle Sicht. Let's see what this does. Something's off. Pure shadow. Around me. Inside me. Attention. Interessant. Da können wir niemals drüber springen, das wird nichts. Nein. Da landen wir im Wasser. Watch how you go. There's a trap. Oh. Kein feinschärfer Werkzeug. Das war aber nix. Und ging alles Resistenz. Wir sind am Arsch. Ja, offensichtlich. Wieder gegrillt. Ich lass mich mal grillen. Einmal sprinten vielleicht, dass wir mal effektiv. Während die anderen gekrüllt werden. Erstmal durchlaufen. Bin gespannt, ob wir das hier halt überleben. Wir laufen einfach tankmäßig durch hier. Durch die Falle. Karlach wird gekrüllt, das macht hier relativ wenig aus. Die besteht aus Feuer. Oh. Das ist nicht gut. Und dann ist es aus, aber. Time to rest. Nee, wir müssen mal sprinten. Hoffen, dass wir da rüberkommen. At the ready. Löse ich mal wieder was aus. Oh. Es könnte tödlich enden hier. Wir waren eben viel gestorben. Ja, ich liebe solche Momente. Ah, geil. Umgebungszug.
Jetzt sollten wir hier warten. Weiß nicht, ob wir dieses Tor überhaupt aufkriegen. Ich werde mich mal hier hin bewegen. Wird schon schief gehen. Ach, dieses bisschen Schaden. Wir sind schon so stark. Blöd, dass wir jetzt im Kampfmodus sind. Mitten ins Feuer rein. Könnte man ein bisschen heilen, das Wort. Auf sie machen. Ach, stell dich doch nicht mitten ins Feuer. Das ist gut. Jetzt schaffen wir es durch. Bis zum Tor. Natürlich sind da noch weitere Fallen. Bis nach hinten durchkommst. Aber bis nach hinten nicht, aber in der Mitte bleibt doch stehen, das sieht. Das könnte nicht gut sein. Das könnte ein ganz schlechter Platz sein. Ich hoffe, wir müssen nicht wieder zurück. Wir können hier wirklich. Dachte ich mir. So etwas in der Art hatte ich erwartet. Wo ist ein Karlach hin? Wenn es will. Wer hat es quer durch den Raum geworfen? Okay, können wir den Schloss knacken, unmöglich. Fantastisch. Dann vielleicht, wenn es wieder aus ist. Solange es noch geht. Ich glaube, wir sind hier sehr falsch. Gut, was machen wir hier? Eindeutig, immerhin. Warum war das so klar? Jetzt nutzen wir mal die Zeit. Dann können wir das Tor knacken. Tor zerschießen. Mittlere Zähigkeit. Stichresistenz. Mein Kaffee wird kalt.
Tischschaden ist halbiert. Wuchtschaden verdoppelt. Oh, Wuchtschaden ist verdoppelt. Interessant. Warum hat das dann gerade nicht funktioniert? Müssen doch diese Tür irgendwie aufkriegen. Na komm, fahr doch. Das Punkt ist nicht erreichbar. Da kommt Wuchtschaden. Nice. Das hat funktioniert. Verdammt. Ja, wir gehen ja dann noch drauf. Nicht gut. Ich kann nichts machen. Ach, verdammt. Wir werden hier gefinisht. Na, gerade auch noch, dann ist die Runde vorbei. Können wir da vorne irgendwie den Statue ausschalten, aber dann haben wir trotzdem noch. Das sind nur Sachen, die nicht funktionieren. Müssen wir alle Sachen auf dem Weg ausschalten. Dann das Ping-Signal. Ich weiß auch nicht, wie ich die ausschalten kann. Karlach überlebt noch ein bisschen. Ja gut. Und habe ich das letzte Mal gespeichert. Yay. Ja, here we go again. Vielleicht finden wir einen anderen Weg hinunter. Ja, Ladezeiten. Sind harte Zeiten. So, willkommen zu einem neuen Part bei Du's Geht. In 3. Ihr habt das nie gesehen. Ja, hier geht's lang, oder nicht? Oh, da gibt's eine Leiter. Die hätte man mal nehmen sollen. Hätte man die nur gesehen. Nemo viel geschlagen hat, wir sind echt dunkel. War Nemo viel geschlagen. Watch yourself. I spy at you. Stichresistenz. Das hat jetzt anscheinend ist aufgehoben.
Feuerstein mit etwas aufgehoben. Wir können mal hier drüber hüpfen, das wäre vielleicht doch mal eine sinnvolle Idee. Dann machen wir kurz den Gruppenmodus aus. Und hüpfen wir den einzeln rüber. Trap. Be cautious. Okay, soll ich die anderen auch runterholen oder versuchen wir erstmal die Hebel zu ziehen? Und der andere Hebel macht was? Das heißt, einer muss hier drüben bleiben. Das ist unschön. Vielleicht kann der eine schnell hinterher springen. Was geht hin? Oh fuck. Wenigstens müssen wir jetzt nicht den ganzen Weg. Ach, verdammt! Was machst du denn? Die Stücken brennt. Samma, das ist doch nicht wahr. Na komm, runter hier. Puh. Und können wir dich wieder heilen. Jetzt muss die Pride of the Gates noch hell rüber schaffen. Heading out. Autsch. Na komm runter hier. Sehr schön. Haben es alle runter geschafft. Diese schöne Attacke kann ich. Trank des Gedankenwesens. Und gut. Nehme ich. So, wen lassen wir zurück? Wer geht schon mal drauf hier? Have to keep going. Ich meine, hier können wir schon mal so runter, aber
Und da drüben hin wollen. Und da wollen wir hin. Weiß auch nicht, was mit dem Tor ist. Ah, es kann nur Schloss knacken. Sehr schön. Müssen wir wirklich einen Zug lassen. Defender of the people. Ja, Defender of the people. Ich glaube, du schaffst rechtzeitig rüber. Nein. Tut mir leid, Will. Okay, geht's dann wohl zu dritt weiter. Ich nehme natürlich meine zwei Krieger mit. Versuch mich zu verrecken, du drüben. Ja, das ist exactly das, was du gerade tust. Hey, watch your back. With a flick of the wrist. Na dann. 116, nice. Plus Boni. Tür ist offen. So ist die Frage, können wir da irgendwie, können wir den Willen noch nachholen? Gibt es hier irgendwie Schalter, die da... Man muss doch vielleicht von dieser Seite auch nach drüben kommen. Also gibt es hier keine Hebel. Hier geht's ganz schön weit lang. So Kisten zu looten. Ist doch ein bisschen eine Trap, wenn man hier jetzt keinen Schalter zurückgibt. Eisenleiter, wo führt die hin? Da hinauf. Und wir müssen wo lang? Du würdest erstmal da hoch, da hinauf versuchen. Und Will muss da bleiben, der muss uns nachher noch zurückholen. Ich hoffe, den fangen sie nicht ein, während er da drüben ist. Versuch's erstmal hier lang. Footprints. Where do they lead? Hier geht's glaube ich erstmal nicht weiter. Oder doch? Nee, da geht's jetzt mal hier runter. Nee, da müssen wir schon. Da müssen wir leider hier runter. Anything of use? Erstmal looten. Ein Krummsäbel brauchen wir schon lange nicht mehr. Mal gleich nur verkaufen. Okay, da ist nichts drin scheinbar.
So, dann gehen wir mal durch die Tür oder was? Come, all who are weary. Sleep and forget. Das klingt nach einer Falle. Wird gespeichert. Oh, Scheiße. Das hat noch nie was Gutes bedeutet. Vielleicht haben die Skelette irgendwas bei sich. Eine Kerze. Und einen Brief. Und einen Schlüssel. Nehme ich. Meister Kefrick. Meine Peitsche konnte der gefangenen Haftnerin endlich Informationen entlocken. Im Ort ihres Vorratslagers an einem felsigen Abhang. Ich forschte nach und stellte fest, dass die fragliche Truhe mit Fallen gespickt ist. Versuche sie zu öffnen, könnte den Inhalt vollständig zerstören. Die Spionin weigert sich auch unter Androhung des Todes zu enthüllen, wie die Truhe geöffnet wird, und schreit nur bei jedem Hieb Lux Blender. Gewiss eine Losung. Ich setze das Verhör fort und ich möchte noch einmal für meine Versäumnisse und Vergebung bitten. Seid beruhigt, ich werde keine weitere Scharjüngerin als Spion denunzieren. Mögen sie für immer im Schatten wandeln. Justitia, aha. Lux Blender. But what does it mean? Ein dunkler Justitia, das ist doch die, das was. Willkommen im. Willkommen der Sache von Schattenherz immer näher. Wir können den Brief endlich mal Schattenherz zeigen, wann wir rausgehen. Ich habe die ganze Kiste mitgenommen. Schöner Wein. Lagervorräte. Nischt. Kommen wir hier denn weiter? Da wurde er aufgehängt. Okay, wir kommen auf jeden Fall dem Ziel mal näher. Der gute Will, der muss da mal zurückbleiben. Aber wir kommen wieder auf jeden Fall, weil wir haben da ja noch eine Quest. Wir haben noch jemanden zu befreien. Und da geht es auch nicht unbedingt weiter. Skelett öffnen. Schildgussform. Interessant. Steel mold. Used in forges to cast armor and weapons. Ja. Und vielleicht hier irgendwo runter. Möglicherweise hier. Wir da runter springen, aber wie kommen wir dann wieder hoch? Wir müssen ja einen Weg zurück dann auch wieder finden. Ein Weg zurück ist dann später unser Problem, aber hier kommen wir zumindest erstmal nicht weiter, denke ich. Nee, das sieht schlecht aus. Kommen wir hier irgendwo lang. Hier ist eine Tür.
Na komm, ja, nice. Meister Schlossknacker. Na toll, wir sind jetzt zu dritt. Fantastisch. Ach, die haben nur 13. Das kriegen wir hin. Schwein. Das erste haben wir fast erledigt. Ein dritter Zug. Ach du Scheiße. König nun näher. Das war ja. Schnack, na toll. Eine bardische Inspiration. Na komm, drauf hier. Ohne Rücksicht auf Verluste. Immerhin. Zerfleischen. Treffer. Kümmer du dich mal um die Schweine. Hübsch. Unsere Kriegerin steckt's zu. Und wird zugeschlagen. Ich eile mal zur Hilfe. Okay, warum von draußen Feuerwerkstatt? Sehr schön. Ein bisschen Heilung. Mach's alle. Ich hoffe, man hört das Feuerwerk hier nicht im Video zu sehr. Das ist ein bisschen dumm. Ja, das Rote bedeutet nur, dass wir hier ah, das, die anderen sind oh. Aschhaufen geworden. Oha, Teufels. Folienmaskler. Mergon Hellebarde. Oha. Drehbis zu Schaden. Ich meine, die sehen jetzt mal geil aus. Belongs to American, if I recall correctly. Hell's Foot Soldiers. Drehbis zu Schaden. Bissspuren zu erkennen. Bis 12 Schaden, der macht 6 bis 12, 13 Schaden. Ich habe mal meinen unserer Pier dafür opfern. Der macht Stich zur Fleischen und Axt. Es ist eher was für Kader, aber Kader hat hier schon 5 bis 21 Schaden. Und will da drüben. Ihr könnt das gebrauchen.
eine helle Bart. Das passt eigentlich überhaupt nicht. Aber was soll's. Bleib du mal schön hier. Dich nicht in den Tod stürzen. Was? Wieso sind wir hier zurückgerannt? Ist doch nicht wahr. Wo waren wir denn? Da oben war eine Tür, da sind wir durch. Können wir hier vielleicht runter? Wir müssen noch einen Weg nach unten finden. Also irgendwie hier. Zur Not springen war, aber es ist jetzt nicht wirklich eine Alternative, weil dann kommen wir nicht mehr hoch. Ob es da unten noch weitere Wege gibt. Und der Kammer scheint jetzt auch nicht mehr viel ausgehend zu sein. Oha. Einhälzer. Felderkarndifferenz. Felderdunkelheit. Nehme ich. 6 bis 14 Charme, 5 bis 12. Okay. Wird gewechselt. Neue Waffe. Okay. Exzide Feuerresistenz. Ja, das brauchen wir. Definitiv brauchen wir mehr Pockets. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Noch so eine Maske. Hier brauchen wir die irgendwann. Lebt das Höhlenschwein noch? Ja, das lebt noch. Das will ich nicht am Leben lassen. Ja, what's now? Gute Frage. Ich habe nicht wirklich eine Ahnung. Wir können nur weiter erkunden und erkunden und erkunden. Da kämen wir runter, aber da kämen wir im Leben nie wieder hoch. Gut, wie wir da hochkommen, müssten wir, würde ich mal sagen, lassen wir schon unser Problem später sein. Oder wir probieren es da oben entlang. Auf jeden Fall geht es hier unten weiter. Wir hätten nicht in der Falle stecken, wenn wir jetzt hier dann. Wenn ich hier runter hopsen, dann nicht mehr hochkommen. So weitläufig sieht das dann auch wieder nicht aus. Sieht in einer großen Falle aus. Also erstmal wieder hier raus. Eisenleiter nutzen. Vielleicht finden wir irgendwie noch einen Weg für Willi hier rüber zu kommen. Ach du Scheiße.
Nicht gut. Okay, ich wollte nur ausprobieren, ob man da springen kann. Da war eine Falle. Die führt nicht wirklich einen Weg hinab. Also würde ich sagen, hier weiter. Na komm, weit geht denn weiter? Ich komme irgendwie auch gerade nicht lang. Mitten im Wasser. Komm auch nicht durch. Dann kommen wir langsam an unsere Grenzen. Ich vermute, hier geht es weiter lang. Hier in dem Bereich. So. Hin und her gerinne. Das ist keine Ahnung, wie wir da wieder hochkommen. Irgendwas geht hier weiter oben runter. Ich würde es mal versuchen. Wir brauchen mal langsam lange Rast, aber das tun wir nicht so lange, wie da drüben ist. Sonst verwacht uns das Spiel noch zu sehr. Einmal gespeichert hier, damit wir, falls wir uns irren, wieder hoch können. Falls wir keinen Weg nach oben finden. So, dann machen wir Hüpfer. Minus 19, wow. I smell a trap. Das war schmerzhaft. Ich hoffe, die anderen bleiben mal gerade oben. Und gehen mal runter gucken. Das war auf keinen Fall der richtige Weg. Ach du heilige Scheiße. Was gibt's hier unten überhaupt? Aus einer schweren Truhe. Eine eiserne Doppeltür. Könnte uns vielleicht weiterführen. Vielleicht tatsächlich der Weg. Ist natürlich heftig, dass wir jetzt hier den Schaden haben. Ich kann nicht mehr wirklich heilen. This is gonna feel good. Dann machen wir Hops. Ist 30. Autsch. Wie viel HP haben die? What the fuck? Und darum ist auch noch einer. Zum Glück habe ich gespeichert.
Jetzt habe ich jetzt zwei bei mir. Ein Heiltrank. Kümmere dich mal um den einen oben hier. Bonusaktion. Victory awaits. Vier Schaden. Das ist nicht viel. Von der Entfernung. Nicht gut aus. Ready for another round? Na komm, mach kaputt. Dann machen wir mal was hier bei uns hier unten. Schlecht. Ach du Scheiße. Erstmal die ausschalten. Ich bin am Sterben. Okay, einer der Schleimer ist weg. Soldier. Aufhelfen können wir noch nicht. Nächste Runde. Ich bin mit Bewegungsrate. Geniale drauf. Bonusrunde. Kann die nicht aufhalten, das ist bescheuert. Dann komm erstmal hier. Nächstes bisschen Heilung. Schild viel schnapp, na toll. Heilung auf Karnach. So wie es halt geht. Okay, einer weniger. Sehr schön. Na komm, mach alle. Sehr schön. Wir brauchen dringend eine lange Rast, aber nun ja. Geht's hier irgendwo weiter oder
kommen sonst hier runter? Sieht irgendwie nicht danach aus. Hier ist ein Knopf. Und was haben wir zu verlieren? Geht's tatsächlich weiter? Ich habe keine Ahnung, wie wir hier wieder hochkommen. Und Will wartet drüben. Ich kenn nächster Kampf hier gleich. Uns sind wir liefert. Jetzt auch. Vielleicht nochmal würfeln. Geht doch. Ich hoffe, da wartet uns nicht der nächste Kampf. Oh, das ist gut, das ist sehr gut. Hier sind wir also. Aber wie wir da hinkommen, weiß ich immer noch nicht. Jetzt können wir Will mal herrufen. Die Frage ist, wie der hier zurückkommen soll. Keeping pace. Ist ein weiter Weg bis dorthin. Wollen wir durch die Pfeile nochmal durch? Ja, nice. Okay, das haben wir überlebt. Und wartet hier immer hier bei der Gruppe auf. Und will seinen Weg zurück machen. Wie weit sind wir denn hier gelatscht? Das kann ja nicht. Kann ja nicht ewig dauern, bis wir da sind. Okay, genau auf dem anderen Ufer. Ja, hier mal rüber. Da drüben sind die anderen schon. Dass das Team wieder zusammen. Da jetzt durch die andere Seite gekommen sind. Oder mal gucken, ob wir da weiterkommen. Ey, mein lange Rast bitte. Dann schauen wir mal, wie wir durch die Tür weiterkommen. Haben wir einen neuen Weg erschlossen. Ein Lagerplatz.
Zwei neue Journaleinträge. Wut des Schattenherz. I should speak up. Ich habe da einen Brief Something gefunden. Matter. Na, dann wohl nicht. To put my hands on everything. Schnell mal eine lange Rast. Oha. Zwei haben wir noch. Dann brauchen wir die verpflegen. Und die finden wir ja immer wieder. So, alle wieder aufgeladen und da fit. Dann schauen wir uns dort mal um. Das ist ein schwarzes Viereck. Ein Bug oder ist das? Ach so, da geht's heute ins dunkle Reich. Und was ist das jetzt mit dem? Wie ist jetzt die Quest mit dem Goblin-Dings gescheitert oder? Never wanted the easy path. Nix. Oder wir haben es schon geplündert. Wird man nicht hier das Goblin-Versteck finden? Oder ist dann zwischen krepiert? Wir sollten mal gucken, wie es dem Dude geht, den wir retten wollten. Wie es denn inzwischen erstickt und dann können wir uns das sparen. Müssen wir ohne weiteren Schutz die Dunkelheit aufbrechen. Das macht mir Bauchschmerzen, aber wir haben auch schon Dümmeres getan. Das Unterreich ist noch viel größer. Oh, die Tür ist offen. Das ist nicht gut. Let's have a look.
Rubinring. Das Mondlicht hat es nicht dabei, oder was? Der Begitter. Kaputte Mondlaterne. Ja, kaputt ist das ein bisschen unpraktisch. Schwert der Schreie durch. Object catches your eye. A lantern, it seems. Though no light flickers within. The moon lantern. It must be. A thick layer of dust coats the bottom of the lantern. Damn. Too broken to help us through the shadows. Nachforschung der internen genaue Beobachtung gut an den Staub intern untersuchen. Versuchen wir das mal. Oh, du willst mich verarschen. Das nicht. Ist hier leider nichts. To all appearances, the dust seems quite ordinary. Ach komm! Du willst nicht doch heute. Nö, alles okay. Ist eine unnütze Laterne, können wir wegschmeißen. Braucht, können wir nicht mehr gebrauchen. Alles ist da. Gedankenschnipper, Parasitenexemplar. Okay, davon haben wir jetzt eine ganze Sammlung. Zwerge sind jetzt auch irgendwie. The pride of the gate. Is that blood? No, never mind. Ein Ring für dich. Wanna dance? Ein Silberring. Silberkette. Du hast noch keine Halskette. Schmuck aufteilen. Oh, große Güte. Exceed Fire Resistance. Wir haben doch Waffen mitgenommen. Haben wir die nicht aufgehoben? Wir haben die doch gelootet hier. What's hiding here? Den haben wir gelootet. Sich auflösende Nachtläufer. Stiefel des Schreitens. Beschwörzer zweiten Grades. Sehr selten. Ungewöhnlich. Kann ich eingespannt, verstrickt oder gefesselt werden? Das macht schon, ist schon sehr geil. 4 bis 14 Schaden, 4 bis 11 Schaden. Ich glaube, ich habe eine neue Waffe. Schwert der Schreie. Das ist gar nicht so schlecht. Hier mal ein paar Sachen ans Lager. Weil so schnell können die auch nicht verkaufen. Okay, durch haben wir gerade keinen, das braucht.
Das wird gerne mit einer Truhe. With haste. Gut, vielleicht sollten wir jetzt mal wirklich ins Lager. Nicht unbedingt wegen der langen Rast, aber einmal um ihn hier zu befragen, den. Den Heilsinn mal zu befragen. Was wir jetzt mit der Laterne machen können, vielleicht weiß der Bescheid. Warum ist das hier so? Tja, leider nicht. Dann werden wir wohl mal aufbrechen. Auf in die Dunkelheit mit einer kaputten Laterne. Das bringt uns herrlich wenig, aber ein bisschen weiter. Zwerge hat es irgendwie vertrieben. Ich will ich nochmal speichern. Abenteuer geht weiter. Vergewissere dich, dass du den nächsten Schritt wagst. Ja, auf geht's. Wir haben ja alles getan. Außer bei den Pilzen haben wir noch nicht Sachen gemacht, aber egal. Das war jetzt noch die paar Quests. Die können wir liegen lassen. Ja, da bin ich mal gespannt, was uns hier erwartet. In der Finsternis. Nervöses Kopfkratzen. Es kann ja wild werden. Wenn wir die Laterne haben, aber die funktioniert nicht mehr. Also vielleicht funktioniert sie schon, aber wir haben. Fast den ersten Akt und betritt einen dunkleren Ort. Oh, wir haben den ersten Akt verlassen. Dieses war der erste Akt und der zweite folgt zugleich. Jetzt wird's wild. Okay. Aufzug zum Unterreich. Wo sind wir jetzt hier gelandet? Eine Tafel. Seems simple enough. We offer our pain to the Lady of Loss, that she may truly know her faithful. Klingt einladend. Open up. Right tool will do the trick. Nee, oder? Willkommen zur Nacht. Alle guten Dinge sind drei.
Tank der Geschwindigkeit, Tank des Wesens. Nicht mehr mit. Jetzt sollten wir langsam mal Schattenherz mitnehmen. Ich glaube, die wird storytechnisch wichtig hier im zweiten Akt. Machen wir bei der langen, nächsten langen Rast. Wir müssen aber gucken, ob die was, ob die überhaupt Sachen kann. Ich glaube, dann können wir die leveln, wenn die dann gut, aber wenn wir die mit ins Team nehmen. Oh, müde Wanderer. Who there, Wanderer? Stay thy course a moment to indulge an old man. May I inquire if perchance you retain among your traveling companions a man who adheres to the given name of Gale? Gerade nicht dabei, aber ja. Arrestet im Lager. Should it be the nature of our acquaintance that interests you, well, you may safely classify Gale and I as friends. Should it be the nature of your present interlocutor that you desire to drag from the dark and unknown, I shall be glad to aid in your quest for illumination and identify myself Natürlich sind sie Freunde. Elminster Omar. Now, if this answer satisfies you, let us linger no longer in this limbo of indecision, but settle on your knowledge of the individual I seek. Sind groß ihr euch kennenzulernen, Elminster. Ja, ich kenne Gale, befindet sich in unserem Lager. Ever a man of leisure. Would it pain you greatly to assist me along the little voyage I intend to undertake to this aforementioned camp? Ich verstehe seine Rätsel nicht. Ich gewiss keine Mühen haben, unser Lager ohne meine Hilfe zu finden. Wir sehen uns später dort. Es wäre mir ein Vergnügen. And I would confirm it to be so. Please. After you. Okay, ich wollte ihr ins Lager. Mein Schattenherz mitnehmen. Jo. Da können wir gleich hin. Ich würde mal Gale will ich eigentlich nicht mitnehmen. Ich würde ganz gern unseren Druiden mitnehmen. Schatten hat es eigentlich eher weniger, aber. Wo ist mein Freund, der heilt ihn? Das Volo. Aha. Er hat jetzt hier ein Camp aufgeschlagen. Dann möchtest du vielleicht mein Team betreten. The Shadow Curse is upon us. As foul as I remember it. Perhaps even worse. But with the Oak Father's blessing, we may soon see it banished from these lands. Nun sind wir mitten in Schattenflucht. Könnt ihr mir irgendwas dazu sagen, was man bricht? This land is more than just soil and rock, root and leaf. It is a living being, in the form of a young fey boy, with the forest itself in his eyes. His name is Thaniel. I've met him in my meditations, but since the curse was unleashed, I have not felt his presence. He is its prisoner, I fear. And as long as he remains so, his domain will lie in darkness. But if we can find him, we can break the curse. If you learn anything of the Shadowfell, or of a boy with the forest in his eyes, find me at once. I can't be exact, unfortunately. Time and the Shadow Curse won't have been kind to any traces that would have been left behind. A living witness is unlikely, I'll admit. But perhaps there'll be an unliving witness, or some lingering echo of what we seek. Don't worry. If you find something,
You will know it. Das war sehr okay für dich. Fühlt ihr euch ja immer noch zu Hause in der Gemüse? Es war nicht mehr so idyllisch. It's not easy, seeing the ravages of the Shadow Curse. But your camp is a most welcome solace. You've shared your fire with me, your company. A small pocket of light against the darkness. But one I couldn't do without. Thank you. Kann ich euch denn vielleicht irgendwie von all dem ablenken? I can think of a thing or two. But in truth, it is for the best that the curse consumes my thoughts for now. This is the best chance I've had in a century. I cannot squander it. But if I succeed, if I break the curse, then perhaps there will be time for myself again. And for others. Okay, ich glaube nicht, dass der schon mit uns mitkommen will, aber der hat jetzt einen Nagel aufgeschlagen. Vielleicht können wir jetzt mal mit Will reden. Vielleicht können wir Platz schaffen, vielleicht kommt er dann zu uns. Well met. Are you sure? The blade stands at the ready. And just when things were warming up. Ja, tut mir leid. Ich würde jetzt hier mal kurz probieren, ob es geht. Und ich nehme mal den vielleicht auch wieder ins Team. Ganz kurz, ich weiß, der Timer sagt schon. Du brauchst länger. I'd rather the Shadow Curse didn't linger just beyond the campfire. But your company more than me. We must. But if we can find him. Oakfather shield you, my friend. Be wary of. I'm just glad to be out here amidst the Oakfather's crew. Okay, der kommt nicht mit ins Team. Mist. Hätten wir so gut gebrauchen können. Ja, gut, mit ihm reden wir im nächsten Part. Ich will erstmal wieder mit ins Team. Und nee, Schattenherz. Wir nehmen Schattenherz erstmal mit. Wenn es storytechnisch relevant wäre, hier im Schattenreich. Ich hoffe, wir können die gut leveln. Something the matter. All right, some company wouldn't hurt on the road, especially if there's trouble. Level 3 Kleriker. Ja, wir müssen die leveln. Auf Level 5 Kleriker könnte was sein. Es könnte was bringen, wenn wir dir ein paar Zaubersprüche beibringen können. No time to dally. Ja, könnte hilfreich sein, könnte sehr hilfreich werden. At least things have stayed interesting. Gut, im nächsten Part reden wir mit Elmister und leveln mal Schattenherz als erstes und dann geht's weiter in Akt 2 der Geschichte. Das wird großartig. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.